Auf den Berliner, die jetzt auf dem Weg nach vorne. Pass auf die rechte Seite, auf Fiedler und die Scheibe ist im Tor. Ja, es war eine Strafe angezeigt gegen Hamburg. War jetzt ein bisschen irritierend, aber gut. Bruns jetzt nach dem Bulli da aufgepasst. Allein auf dem Weg nach vorne, allerdings abgeblockt davon zwei Berlinern. Holt sich die Scheibe wieder. Schubert, Israel auf McGowan. Oh, ist das sahnemäßig. McGowan, Tor! Sahnemäßig. McGowan mit dem 1:1. Zwanzigste Spielminute, 23 Sekunden vor Drittelende hier. Der Ausgleich. Geil gemacht. Ja, sehr geil gemacht. Wolenski rein. 1:1. 20. Spielminute. Tor für die Berliner. Und der Torschütze. Nummer 10 und 17. Und da klingt es nochmal. Auch wieder wunderschön gemacht. Neuer Spielaufbau, weiter Pass auf Mitchell, genau auf die Kelle, Mitchell in der Mitte, verpasst McGowan. Die Scheibe ist noch heiß da. Mitchell, McGowan hinterm Tor auf Mitchell, Mitchell auf Marek mit dem Schuss. Am Tor vorbei, abgefälscht. Starker Pass da auf McGowan, dem die Scheibe da leider ein kleines bisschen verspringt. Ein weiter Pass von Lang. Berliner können sich allerdings befreien. Und das wird 2 Minuten wegen Spielverzögerung. Fall kein Problem. Immer noch McGowan. Rechte Seite Mitchell, der auf Schubert, der holt wieder aus. Und abgefälscht von Israel vom Tor. Und somit 3:1. Crocodiles damit 1:2. Mitchell auf McGowan, der auf Israel und der mit dem Tor. Erneut so ein schöner Spielzug. Grandios. Und ich sag gerade noch, der Israel trifft neue Powerplay. Hat er mich gerade eines Besseren belehrt. Ja, hat er gehört. Hat er gehört. Können die Jungs jetzt alle auch RPI unten auf dem Eis über Knöpfe oder wie? Ja, was Servus die Frau früher konnte mit... Pass an die blaue Linie, Topstedt. Flacher Schuss, abgeblockt von Rieck mit der Beinschiene. Dann der Nachschuss von der linken Seite. Auch da war Rieck wohl mit der Beinschiene dran, lenkt sich die Scheibe dann aber jedoch ins eigene Tor. Momentan somit teilt er sich diesen Platz ja mit. Nee, kein Tor will schießen für die Körbeler. So, dritte Überzahl. Auf Mais. Na, ich da allerdings Hamburger in der eigenen Zone. Marek auf dem Weg nach vorne. Rechtslange funktioniert nicht. Gerne nochmal. Zurück an die blaue Linie. Blank. Bruns kommt da zu Fall. Steht aber wieder auf, holt sich die Scheibe. Bruns, immer noch Bruns. Kommt da nochmal zu Fall. Berliner mit der Befreiung. Blank. Blank. Oh, aufpassen. Verliert der Fall. Wieder Watzke. Und da ist die Scheibe im Tor. Tom Fiedler war das, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Mitte, der die Scheibe da an Matthias Rieck über die Linie bringt. 18 Sekunden vor Drittelende. McGowan damit wieder dabei. So,
Respekt. Wieder auf die rechte Seite gespielt. Wieder Grünholz an der blauen. Schuss von der linken Seite. Bruns wird da getroffen. Berliner spielen weiter. Scheibe frei, jetzt im Tor. Schubert ist auf 180. Ja, vollkommen zurecht. Das ist unfassbar. Gut, natürlich muss der Schiedsrichter das Spiel nicht abpfeifen, wenn eine Mannschaft eine klare Torchance hat. Die ist ja definitiv vorhanden gewesen. Und zumal Bruns ja auch wieder aufstehen konnte. Es war ja jetzt auch nicht so, dass da dringend sofort ärztliche Hilfe notwendig war, sondern Bruns, der konnte sich wieder aufrichten. Und das Regelwerk sagt dann eben, dass das Spiel da nicht unterbrochen werden muss. Okay, das Tor zählt nicht. Apropos lautstark, jetzt beschwert sich Marvin Walster lautstark, dass er da gehalten wird. Jetzt wird er noch gehalten, noch runtergedrückt. Kann es natürlich machen. Anton Zimmer lässt sich das allerdings nicht gefallen. Und jetzt haben wir eine richtig schöne Kleiderei da. Jawohl. Die beiden sind da gar nicht voneinander zu trennen. Ne? Mit dem ganzen Umfang rein ins Drittel, damit es da kein Abseits gibt. Möglichkeit für die Berliner, schneller Konter. 1-1 Situation, Scheibe geht hinters Tor, kommt wieder nach vorne und dann wird Mazerik die Scheibe. Ja, nicht wirklich los, kann die Scheibe an Mazerik vorbeigestochert werden. Und so McGowan, rechte Seite. Sechste auf Kippen Mitchell, auf. Der auf Zuraflev und Lücke da zur Stelle. Rebound, Tor! McGowan! Gerade in dem Moment, wo Berlin wieder komplett ist, schlägt unsere erste Reihe nochmal zu. Brad McGowan mit seinem dritten Treffer am heutigen Tag. Versucht es da mit der Brechstange. Bleibt aber an der Scheibe. Marek von der blauen. Schusstor. Bam! 8-4. Die 10-Minuten-Strafe gegen Schubert ist übrigens beendet. Der darf wieder mitmachen. Dann ist es bei. Da laufen die letzten Sekunden. Jetzt kriegt da Israel noch eine ab. Fünf plus automatische Spieldauer Disziplinarstrafe wegen Check gegen Kopf- und Nackenbereich in der letzten Spielsekunde. 0,9 Sekunden vor Spielende.